Im Podcast-Sumpf. Wir schaffen den Überblick. Der Podcast über Podcasts. Und da sind wir wieder zurück aus der Sommerpause. Frisch aufgetaucht aus dem Podcast-Sumpf. Euer Maddy und die Tina, hallo. Grüßt euch zurück. Wir sind frisch aus der Sommerpause gekommen und haben euch neue Podcasts mitgebracht. Das haben wir. Aber erstmal so nach der Sommerpause. Wie geht's dir, Maddy? Was hast du gemacht in der Pause? Podcasts gehört. Jede Menge. Also ich habe ein paar mitgebracht aus dem Gepäck. Aber grundsätzlich habe ich an meinem Buch weitergearbeitet. Das kurz vor der Fertigstellung steht. Cool. Und ansonsten habe ich eigentlich noch sonst was gemacht. Nee, weggefahren war ich nicht, ich habe gearbeitet. So ein paar Mal. Ab und zu. Ab und zu, genau. Ja. Aber nicht den ganzen Tag, nicht jeden Tag. Nicht jeden Tag, aber dann den ganzen Tag. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Da müssen wir schon durchziehen. Ja, ja. Aber gut, alles prima. Und du? Ich habe auch gearbeitet. Ich habe, ich weiß gar nicht, irgendwie so die letzte Zeit war ich froh, dass wir Sommerpause gemacht haben, denn ich hatte überhaupt keine Zeit. Meine eigene Podcast-Liste ist immer länger geworden, weil ich keine Zeit hatte, irgendwas zu hören. Ich glaube, ich habe viel Musik gemacht in letzter Zeit, gesungen. Ich habe mal wieder gesungen. Unsere Chorproben wurden wieder aufgenommen. Stimmt, ja, genau. Ja, ihr dürft ja wieder. Wir dürfen wieder. Das ist schön. Ja. Ja. Aber ich war nicht Podcast-abstinent. Denn endlich ist meine Affaltra-Folge rausgekommen. Ja, stimmt, die habe ich auch gehört. Als Florian Feuerfunken, glaube ich, hieß ich da. Funkenflug. Florian Funkenflug, genau. Ja. Der neue Feuerwehrchef von Dornenheim. Hier nochmal alle schönen Grüße an den Philipp. Und der Philipp hat mir ein Easter Egg noch reingelegt. Das Miststück. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe da hier mal was vorbereitet. Lustige Folge fand ich und bis zum nächsten Mal. Ciao. Maddy. Das hier ist für dich. So, mein Gutster. Eigentlich bist du jetzt fällig. Ne? Ich weiß nicht, was daran so lustig sein soll. Ich fand's cool. Das ist nicht cool. Phil, wenn ich dich jemals irgendwo auf einem Podcast-Treffen erwische, dann kriegst du eine geflatscht, sag ich dir. Unfassbar, ey. Ich bin bald aus allen Wolken gefallen. Aber mal ganz ehrlich, daran erkennt man doch den treuen Stammhörer des Podcasts. Das stimmt, das ist korrekt. Das war jetzt ein absoluter Insider. Also die treuen Hörer wissen ganz genau, was gemeint ist. Und ich bin zutiefst entsetzt, dass der Philipp das gemacht hat. Aber irgendwie fand ich es auch wieder lustig. Also, muss man schon sagen. Aber es war ein cooles Erlebnis. Also das für die, die es nicht mitgekriegt haben, Affaltra ist eine fiktive, ja ein fiktiver Kontinent sogar. Und die Hauptstadt ist Dornenheim und der Philipp, der interviewt Leute quasi als Bürger von Dornenheim. So kann man es eigentlich sagen. Genau, das ist so ein bisschen eine Fantasy-Welt. Genau, und die Leute können quasi die Welt mitbestimmen durch das Interview. Und ich war halt der erste Feuerwehrchef, weil es halt in letzter Zeit da sehr oft gebrannt hat, fiktiv natürlich. Und da mussten wir was tun und ich durfte dann den Feuerwehrchef machen. Ich fand den Namen sehr süß, Florian Funkenflug. Wer hat sich den denn ausgedacht? Ich natürlich. Oh. Ja, Florian ist ja klar. Ist klar, ja. Musste ja dann alle Generationen. Grüße nach Hamburg an die Trinker. Von freundlich und versoffen. Und ja, also das hat einen Haufen Spaß gemacht. War ein Haufen Konzentration auch. Mhm. Wir hatten am Schluss mega Technikprobleme. Wir mussten alle Knöpfe ziehen hier, um die Folge zu Ende zu bringen, ordentlich. Aber grundsätzlich hat es riesen Spaß gemacht. Und sehr ja. Schön. Also Dornheim hat jetzt eine Berufsfeuerwehr. Mhm. Genau. Wenn und eine Freiwillige, glaube ich auch. Freiwillige und Hauptamtliche nennt man das in einer kleinen Stadt. Oh, okay. Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften, so ist es original. Wieder was gelernt. Ja, aber hat einen Haufen Spaß gemacht. Schön. Gut, du warst jetzt nicht in anderen Podcasts, oder? Nee, nicht, dass ich wüsste. Wie gesagt, ich habe nur gesungen. Ich habe endlich mal wieder singen dürfen. Ja. Hat dir das gefehlt? Das hat mir sehr gefehlt, ja. Das ist wie bei mir Fußballspielen, aber das ist vorbei. Tja. Ich bin ein Wrack. Gestern noch hat ein Kollege gesagt, was ist denn eigentlich bei dir nicht kaputt? Ja, ist schneller aufgezählt, stimmt. Okay,
Dann, wenn wir. Ach, muss ich noch. Ach so, ich habe vergessen, in der letzten Folge mich fürs Tschüssikowski zu entschuldigen. Ja. Das Dumme ist, ich habe das jetzt gerade schon wieder gemacht. Ich hatte diese Woche Aufnahme mit der Sarah Lipperson für Leg doch mal das Buch weg. Und da habe ich es gerade schon wieder gemacht. Ich könnte mir da jetzt meine flatschen. Ich weiß nicht, was das ist. Mach's halt nicht. Es rutscht so raus. So. Das ist wie so Tourette, weißt du? Ich habe Tourette Tschüssikowski. Mhm. Mein Gott, also da nochmal Entschuldigung für die Beleidigung eurer Ohren und eurer Intelligenz. Ich versuche nicht mehr Tschüssikowski zu sagen. Gut, dann war das jetzt aber auch das letzte Mal. Ja, okay. Wir verabschieden uns davon. Wir sagen auch nicht Tschö mit Ö. Nee, oder mach's gut, Knut. Tschüss mit Ös. Ja, genau. Und solche Sachen. Genau. Fangen wir nochmal mit dem Podcast an. Okay. Konzentrieren wir uns mal auf unsere Kernkompetenz. Kernkompetenz, das ist ein schönes Wort. Ich überlasse dir mal den Vortritt hier aus der Urlaubsrückkehrerei. Was hast du uns da mitgebracht? Ich habe es mir mal ganz einfach gemacht für die heutige und wahrscheinlich auch für die nächste Folge, weil wir haben ja jede Menge HörerInnen-Vorschläge. Und da habe ich mir mal ein paar rausgesucht. Und heute beginnen wir mit dem Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der wurde uns geschickt von der Hörerin Maria. Die hatten wir schon mal hier. Das war, glaube ich, das, wie hieß das noch, Zeitspeise. Ja, ja. Das hatte sie uns auch vorgeschlagen. Sie hatte auch so einen riesen Pool an Podcasts uns vorgeschlagen. Und das nächste, was ich hier vorstellen möchte, ist Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Hört sich schon mal interessant an. Genau, das ist nämlich ein Psychologie-Podcast. Hm. Und zwar sind das so schöne kleine Häppchen von 10 bis 15 Minuten. Der Podcaster ist der Alexander. Der ist selbst Hypnotiseur und NLP-Coach. Ich habe es mal nachgeschlagen. NLP bedeutet neurolinguistische Programmierung. Aha. Ich habe jetzt leider nicht mehr nachgeguckt, was das ist. Programmierung hört sich aber ein bisschen. Ja, nee, das halt heißt halt sowas, wenn du versuchst, dein Gehirn in Anführungszeichen umzuprogrammieren, um alte Denkmuster zu durchbrechen. Okay. Und anders zu denken, handeln. Ich glaube, das hat sowas damit zu tun, wie, weiß ich nicht, wenn du Angst vor Spinnen hast und dann versuchst du Spinnen in einem positiven Kontext zu sehen und schon findest du Spinnen süß oder so. Keine Ahnung, das war jetzt übertrieben gesagt. Okay. Das war jetzt meine Vorstellung von Gehirnprogrammierung. Auf jeden Fall ist er Hypnotiseur. Der macht Shows über Hypnose. Ich glaube, er hypnotisiert auch Menschen live in seinen Shows. Aber nicht wie bei Little Britain. Nein. Kennst du den? Nee. Echt nicht? Von Little Britain? Der Hypnotiseur von Little Britain. Nein. Das ist total witzig. Der hypnotisiert das ganze Publikum und sagt, ihr schlaft jetzt allein. Und dann sitzt er sich so anderthalb Stunden hin, liest die Zeitung und dann wacht er sie wieder auf und dann, vielen Dank fürs Kommen. So geht das ja in Wahrheit auch gar nicht. Denn, das habe ich auch mal gelernt, man kann sich nur hypnotisieren lassen, wenn man das auch zulässt. Ja. Ist ja nicht so, dass man hier jeden gegen seinen Willen hypnotisieren kann. Das funktioniert gar nicht. Und ich habe auch übrigens darüber auch eine Folge gehört. Er hat dann nämlich, also wie gesagt, er macht Shows und er gibt auch Seminare zur Hypnose und Selbsthypnose. 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 Wie geht das? Das habe ich jetzt nicht nachrecherchiert. Das steht nur in seiner Vita. Mhm. Auf jeden Fall hat er dann halt eben begleitend noch diesen Podcast gestartet und erklärt dann immer so in diesen, wie gesagt, 10 bis 15 Minuten Folgen Dinge über ein bestimmtes Thema. Und das eine Thema ist zum Beispiel Vertrauen. Mhm. Und das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt bei der Hypnose. Sobald du deinem Hypnotiseur nicht vertraust, kannst du dich auch nicht hypnotisieren lassen. Das geht halt eben nur, wenn du ihm vertraust oder ihr, dass halt eben keine schlimmen Sachen mit dir angestellt werden, dass du dich da quasi ganz drauf verlassen kannst, dass er dir wirklich helfen will mit der Hypnose. Gibt es da auch auf YouTube so Shows von ihm? Das habe ich nicht nachrecherchiert, okay, weil wir sind ja ein Audio-Podcast. Ja, ich dachte nur, du hättest dir das vielleicht mal angeguckt, wie er so ist. Nee, habe ich nicht. Ach, jetzt stell mich doch nicht so bloß hier. Das sieht ja aus, als hätte ich überhaupt nicht recherchiert, aber das stimmt gar nicht. Nee, das, was ich da auf deinem Zettel sehe, hast du doch schon ordentlich recherchiert. Nee, da muss ich jetzt auch mal zur Ehrenrettung sagen. Genau. Ja, okay, ich stelle keine Fragen mehr, erzähl weiter. Stell halt nur Fragen, die ich auch beantworten kann. Dann müssten wir uns vielleicht vorher absprechen. Das wäre was ganz Neues. Voll lame. Wir skripten ja hier nichts. Ja. Ja, also das war die Sache mit dem Vertrauen. Die habe ich mir angehört, die Folge. Und dann auch sehr lustig, eine Folge, da erklärt er, was ein Mikromord ist. Hast du schon mal gehört? Weißt du, was nee, das ist? Das ist quasi eine Einheit dafür über die Sterblichkeit von gewissen Dingen. Also es bedeutet, ein Mikromord
ist die Möglichkeit, 1 zu 1 Million an etwas zu sterben. Also zum Beispiel beim Fallschirmspringen oder beim Marathon sterben von 1 Million Fallschirmspringer 7. Das heißt, Fallschirmspringen hat einen Mikromord von 7. Mhm. Die Chance ist 7 zu 1 Million, dass du daran dabei stirbst. Index. Ja, so eine Maßeinheit quasi. Und was noch? Tauchen hat einen Mikromord von 5. Also Tauchen ist nicht so gefährlich wie Fallschirmspringen. Ja. Und dann hat er das dann mal hochgerechnet auf, es gibt ja sehr viele Menschen, die Angst haben, sich vor Covid-19 impfen zu lassen. Das Mikromord für AstraZeneca in Deutschland für einen etwa Anfang 50-jährigen Mann liegt bei 2,9. Das heißt, 2,9 Männer im Alter von 50 Jahren von 1 Million sterben daran. Und das ist das gleiche Risiko wie 4 Tage Skifahren. Aha, okay. Ist natürlich, ne, muss man sich bewusst sein, das ist alles nur statistisch. Das heißt ja nicht, dass du hier 1 Million mal aus dem Flieger springen kannst und dabei 7 Mal stirbst. Wäre schon eine Katze. Genau, und dann hast du noch 2 Leben übrig. Ja. Und habe ich jetzt was Blödes erzählt? Weiß ich nicht. Was ist denn jetzt, was habe ich mir jetzt hier für eine Zahl aufgeschrieben? Ach genau, richtig, dass die Chance eben an einer Impfung durch AstraZeneca zu sterben beträgt 2,9 Mikromord und die Chance an einer Covid-19-Erkrankung zu sterben liegt für einen 50-jährigen Mann zwischen 10 und 12.000 Mikromord. So, und wenn man sich die Zahlen anguckt, denkt man, ach, gehe ich doch mal lieber impfen. Ja. Mach ich ja sowieso lieber. Also, wir sind ja schon geimpft. Ja. Wir haben es geschafft. Aber ne, es gibt ja leider mittlerweile jede Menge Menschen, die das nicht tun wollen. Und ja gut, dann sich diese Zahlen anguckt, das fand ich ganz witzig. Die sich halt dem Mikromord hingeben dann. Ne? Ganz ehrlich, ich habe da gar nicht so viel Mitleid mit solchen Menschen. Das Schlimme ist ja, wenn das ja nur die Menschen selber betreffen würde, wären die mir ja auch egal, dann würde die Evolution ihren Lauf gehen. Ja. Aber leider sind wir ja abhängig davon, dass alle zusammenhalten. Die ziehen ja andere Menschen, die sich eben gesundheitlichen Gründen oder Kinder oder kranke Kinder nicht, sich eben nicht impfen lassen können, die ziehen die ja mit runter. Das ist ja das Problem. Das stimmt, da hast du recht. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, er hat so ein paar Themen, hat er ganz oft noch zu der aktuellen Situation über Toleranz, über Moral, über Rassismus, hat alle möglichen Themen, die auch so ein bisschen erklärt, warum die jetzige Zeit so ist, wie sie ist, so aus psychologischer Sicht. Und er erklärt das halt, wie gesagt, immer sehr rational, ohne jemanden anzuklagen, sondern erklärt, warum die Psyche eben so ist, wie sie ist. Warum manche Menschen Angst haben und so weiter. Es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Themen, denn er ist auch so ein Coach, Life-Coach oder wie man das auch nennt. Also wenn du jetzt dich beruflich verändern möchtest. Er macht Coaching-Seminare und hat dann eben auch Podcast-Folgen darüber. Wie kriege ich meine Nervosität in den Griff bei Bewerbungsgesprächen? Kann ich mich zum Lernen motivieren? Überhaupt allgemein, wie funktioniert das Gehirn, das Unterbewusstsein? Also er hat wirklich, wie viele Folgen sind es, habe ich gesagt? 291. Er hatte wirklich alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, abgedeckt in den Folgen. Krass. Das ist echt sehr interessant. Erscheint wöchentlich, immer sonntags. Und sehr, sehr breit gefächert. Cool. Mhm. Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Mhm. Also dann, wer sich jetzt hier psychologisch fortbilden will, selbst hypnotisieren will und vielleicht mal ein bisschen NLP betreiben möchte, der kann sich dann da neu programmieren lassen. Cool. Ja. Okay, dann wäre jetzt ich dran. Habe ich das richtig verfolgt? Mhm. Und zwar ich könnte jetzt provokant anfangen und sagen, die zwei Podcast-Macher, Lino und Niklas, sind Weicheier. Das wäre natürlich beleidigend. Aber die beiden haben den Podcast Verbrechen für Weicheier. Genau, die bezeichnen sich selbst als solche. Und um da mal kurz was einzuwerfen, ich weiß nicht, wie du den Podcast gefunden hast, aber ich hatte den auch schon auf meiner Liste. Ach, okay. Ich habe die nämlich bei Instagram gesehen. Ne? Ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, wir sind da irgendwie so eine Cloud oder so. Man kriegt halt im Instagram-Stream immer so verschiedene
andere Podcasts reingespült, ja, und der ist mir tatsächlich schon lange untergekommen und den hatte ich mal auf meine Liste gesetzt. Okay. Und dann habe ich gesehen, ach, jetzt hat der Maddie auch. Tja, du musst schneller werden. Tina. Ja, muss ich. Sehr viel schneller werden. Aber die sind gut. Mittlerweile 11 oder 12 Folgen müsste es geben. 14-tägig erscheinen die, sind immer so eine Stunde. Und wie gesagt, der Lino und Niklas, stimmt, also ohne S, also Lino, die haben tatsächlich ein Problem mit den echten True Crime Sachen, wo Blut fließt und Mord und Totschlag. Und ich bin da voll auf denen ihrer Wellenlänge, weil, was mich schon immer genervt hat, ist, dass jeder Krimi muss ein Mord passieren. Also ich nehme mich da jetzt nicht aus, aber ich habe mal eingeschrieben ohne Mord. Ich meine, der Glanzgold, da geht es nicht um Mord, weil es gibt so viel Verbrechen und in immer, oder ist es irgendwie eine Klassifikation für Krimi, dass da einer umgebracht werden muss? Nö, oder? Nee, das hat, glaube ich, einfach nur den höchsten Wert an, wie nennt man das, ja, Neugier und wo man umbringt. Ja, das Thrill. Ja. Also ich finde das eigentlich, es gibt so viel Verbrechen und auch hier diese Gentleman-Verbrecher, die stehen ja mehr so auf das, ja, so Ocean's Eleven-mäßig, ne? Ausgeklügelte Coups und Heists. Ja, so intelligente Betrüger, ne? Die Leute, genau, so austricksen. Also ne? Ich habe gerade vorhin noch eine Folge gehört über einen, der muss super intelligent gewesen sein, der hat, also ein Hochstapler, der hat irgendwie mit 20 schon den Leuten irgendwie vorgegaukelt, er wäre reif genug für einen Professor und hat irgendwie das Militär von hinten bis vorne verarscht. Also richtig hochintelligent und einmal war er Navy-Arzt und dann gab es auch wirklich zum Notfall im Koreakrieg, wo er dann operieren hätte müssen und alle auf ihn geguckt haben, weil er war der Chefarzt mit paar 20 oder so, hat es irgendwie hingekriegt, keine Ahnung. Scheiße. Und konnte aber nichts. Und dann musste er wohl irgendwie gesagt haben, okay, was hat er jetzt? Und dann ist er in sein Zimmer gegangen, hat gesagt, bereitet den schon mal vor, ich komme gleich. Ist in sein Zimmer, hat im Buch geguckt, wie das geht und hat es dann gemacht. Krasse Nummer, oder? Oh mein Gott. Das ist hart. Erstmal die Nerven dafür zu haben, ja. Das ist schon abgebrüht. Ja? Also gerade, also das hat man ja oft, dass diese wirklich erfolgreichen Hochstapler ja ziemlich intelligent sind. Ist ja auch bei Catch Me If You Can, da war ja auch ziemlich schlau. Oder hier der Dagobert. Nee, war das der Dagobert? Nee, das war der andere. Der Dieser Dagobert Postmann, war der Kaufhauserpresser. Ja, genau. Und ich meine den anderen, der war eigentlich Briefträger und hat sich auch bis zum Chefarzt hochgeschummelt. Ah, ja, ja. Da habe ich aber tatsächlich auch aus den Anführungszeichen richtigen True Crime Podcasts eine Folge drüber gehört. Aber die zwei haben halt keinen Bock auf Blut und machen das sehr gut. Also es ist zum Beispiel auch ein Fall, ups, Entschuldigung, hat sich jemand wehgetan, ich bin das Mikrofon gekommen. da hat doch tatsächlich 1800, schieß mich Batsch, jemand zweimal den Eiffelturm verkauft an Schrotthändler. Sensationelle Nummer. Also ich sage jetzt nicht, wie er es gemacht hat, da könnt ihr euch, das glaube ich, kommt sogar in der allerersten Folge vor. Aber allein die Idee, ja, ist schon sensationell. Also da so die Leute über den Tisch zu ziehen und der ist nicht angezeigt worden übrigens, weil die sich geschämt haben, die Opfer, dass sie da sich von dem haben verarschen lassen. Also das ist echt cool. Das macht Spaß. Das ist mal ein anderer True Crime Podcast. Den kann man sehr empfehlen. Das Einzige, was mir heute wieder aufgefallen ist, die sollten sich weniger gegenseitig unterbrechen. Das ist ein bisschen anstrengend. Also es kommt nicht so wirklich ein Flow in den Fall, weil die immer gegenseitig nachfragen. Vielleicht das als kleinen Tipp noch. Einfach mal ein bisschen mehr Flow reinbringen und vielleicht weniger nachfragen und ja, das ist das Einzige. Aber sonst super, die zwei machen das gut. Die recherchieren auch sauber. Also die ist jetzt, also die Nachfragen können die beantworten, liebe Tina. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ja, das wäre mein erster Verbrechen für Weicheier. Überall, wo es Podcasts gibt, 14-tägig und immer circa eine Stunde. Jeder der beiden trägt einen Fall jeweils vor. Und dann, ja, fließt halt auch kein Blut. Ne? Ist für Leute, die halt auch mal was anderes hören wollen. Magst du uns noch erzählen, welche Farbe das Podcast-Cover hat? Rosa, meine ich. Kann das sein? Ja. Sind wir hier im Farbenmodus? Ich weiß es nicht. Weiß ich noch nicht. Müssen wir uns gleich mal drüber unterhalten. Ja, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was wir so vorhaben jetzt, genau, hier. Genau, also ihr wisst schon, wie diese Folge heißen wird, weil wenn die veröffentlicht wird, dann werden wir einen Titel dafür haben. Aber jetzt mal so ganz aus dem Nähkästchen geplaudert, wir wissen noch nicht, wie diese Folge heißen wird. Denn wir haben uns ja, das haben wir, glaube ich, angekündigt in der letzten Folge der zweiten Staffel, wir wollen uns nicht mehr nach Genre orientieren. Genau.
sondern wir suchen einfach mal was zusammen. Deswegen hat auch dieser Psychologie-Podcast nichts mit dem True Crime-Podcast zu tun. Das stimmt. In dem Fall auch nicht mal die Farbe. Ja, wir überlegen auch, ob wir über Coverfarben gehen, aber das, wie gesagt, wenn die Folge rauskommt, werden wir es geklärt haben. Wir werden uns dann nachher mal bei einem Glas Rum drüber unterhalten, glaube ich. Genau. Und noch was müssen wir unbedingt sagen, wir erscheinen ab sofort 14-tägig. Richtig. Das haben wir auch vergessen zu erwähnen. Das hatten wir, glaube ich, am Ende der letzten Folge schon mal angekündigt, das aber sein, ist nicht, das nicht verkehrt, hier nochmal drauf hinzuweisen. Genau, also nicht wundern, wir kommen erst in 14 Tagen wieder, dann habt ihr auch viel mehr Zeit, die vorgestellten Podcasts auch mal zu hören. Richtig. Das war jetzt nämlich der Hauptgrund, weil wir festgestellt haben, dass die Leute ganz schwer nachkommen. Also mir haben tatsächlich jetzt während der Sommerpause Leute gesagt, oh, ich bin jetzt gerade mit eurer letzten Folge durch oder oh, ich habe die letzte Folge noch gar nicht gehört. Deswegen, wir geben euch einfach mehr Zeit. Genau. Ihr könnt mehr hören und wir haben Zeit, mehr Zeit ich kann noch besser recherchieren. Okay, damit wären wir bei der beliebten Kategorie, beziehungsweise Kategorie. Mhm. Ja. Ja. Der Klugscheißer der Woche. Genau, liebe Tina, was hast du uns denn mitgebracht? Also, was ich jetzt unbedingt mal recherchieren musste, war, ich habe ja in letzter Zeit immer so locker flockig gesagt, 10 Minuten Hundestreicheln am Tag reduziert Stress. Also beim Menschen, nicht beim Hund. Im besten Fall auch beim Hund. Aber genau, ich bin ja seit knapp 1,5 Jahren im Homeoffice und seit dieser Zeit haben wir auch einen Hund, der uns da täglich begleitet. Und immer wenn es stressig wird, sage ich, Hund, komm mal her, du musst jetzt mal durchgeknuddelt werden, ich habe Stress. Weil Wissenschaftler haben herausgefunden, 10 Minuten am Tag Hundestreicheln reduziert Stress. Und jetzt habe ich mal nachgeguckt, dass das nicht nur so eine Floskel ist, sondern das haben tatsächlich Wissenschaftler untersucht. Mhm. Und zwar kam das von der, hier steht's, von der Washington State University. Die hatten so ein Programm, dass sie Studenten hatten, die sie begleitet haben, darin ihnen zu helfen, das Studium zu bestehen. Mhm. Und die haben die Studenten in 2 Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe haben sie so mit herkömmlichen Stressbewältigungsmethoden unterstützt. Stand jetzt nicht genau in dem Artikel dabei, was das ist. Alkohol. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch so Sachen wie Knautschball. Genau, Knautschball, wie heißt das hier, meditieren, Sport, gesunde Ernährung, vielleicht auch Sex, wir wissen es nicht. Also sogenannte herkömmliche Methoden und die andere Kontrollgruppe, die haben sie dann einfach jeden Tag 10 Minuten lang einen Therapiehund streicheln lassen. Und siehe da, die Studenten mit dem Hund haben am Ende besser abgeschnitten. Okay, du sagst Therapiehund, machst du nochmal einen Unterschied oder geht da jeder Hund? Ja, ich würde jetzt mal behaupten, da geht jeder Hund. Also Therapiehund, die sind ja speziell ausgebildet, die sind auf jeden Fall lieb, die beißen nicht, die beißen keine anderen, das sind jetzt keine Wachhunde, so wie unsere zu Hause, der immer meint, der muss das Haus bewachen. Das sind Hunde, die auch eingesetzt werden, weiß ich nicht, in Krankenhäusern zum Beispiel, ja. Speziell für Kinder, um Kinder so ein bisschen zu beruhigen oder auch alte Menschen, Menschen, die im Sterben liegen und so. Das sind Therapiehunde. Und die sind dann einfach so, die kommen dann und legen ihren Kopf auf deinen Schoß und alles wird gut. Ja, so einen hätte ich auch gerne, aber die sind mir zu teuer. Euer Hund ist auch toll. Ja, aber kein Therapiehund. Der braucht Selbsttherapie, der aufgerichtet. Vielleicht wäre es besser, wenn der mich mal streichelt. Der hebelige Kerl. Der hat ja vor seinem eigenen Schatten Angst. Unsere hat vor seinen eigenen Fürzen Angst. Die feiert unsere. Ja, auf jeden Fall. Was wollte ich noch dazu sagen? Genau, also es wurde dann auch wieder tatsächlich nachgewiesen, dass dieses Hundestreicheln tatsächlich auch den Cortisolausstoß Ausstoß. Hormone reduziert. Sind Botenstoffe, die ihren Bestimmungsort durch die Blutbahn erreichen. Sehr gut aufgesagt. Auswendig gelernt. Genau. Und das reduziert auf jeden Fall nachweislich das Cortisol, wenn du Hunde streichelst. Deswegen, liebe Firmen, ja, besorgt Hunde für alle. Besorgt Hunde, besorgt Bürohunde oder lasst eure Mitarbeiter auch nach der Pandemie weiter im Homeoffice bei ihrem Homeoffice-Hund arbeiten. Einfach mal einen Kicker weniger kaufen und dafür einen Hund. So ja, viel teurer sind die auch nicht. Ich glaube, es liegt in dem Fall nicht am Geld, sondern an der Unterhaltung, weil der Hund, der macht dann ja auch so Dreck und so und dann muss mehr gesaugt werden, weil der Haare verliert, bla bla bla. Keine Ahnung. Es gibt leider Firmen, die Hunde verbieten aus Hausordnungsgründen. Ja gut, bei mir wäre es auch schlecht.
Bei euch wäre es ein bisschen schlecht. Aber in England gibt es auf jeder Feuerwache einen Hund, einen Dalmatiner. Oh. Weil die früher, als es noch keine Martinshörner gab, Blaulicht und so, haben die Dalmatiner vorne weggejagt über die Kreuzung. Und wenn dann ein Dalmatiner über die Kreuzung gelaufen ist, haben die Leute gewusst, ups, die Feuerwehr kommt gleich. Echt? Und deswegen gibt es immer noch in England Wachen, die einen eigenen Hund haben. Aber der läuft nicht mehr vor dem Feuerwehr. Nein, nein, es ist halt so ein Traditionsding. Weißt du, Feuerwehrleute sind immer sehr abergläubisch und so. Und, stimmt. Deswegen. Jetzt mache ich hier noch so ein bisschen Lärm. Entschuldigung, ich stoße die ganze Zeit hier an mein Mikrokabel. Das muss ich mal beiseite legen. Hauptsache, du schmeißt das Wasser nicht über die Technik. Ich hatte zum Glück den Deckel drauf. Was? Glück, mein Nerv. Ja. Altkost. So viel zum Hund. Sehr gut. Also, Hunde streicheln hilft. Jawohl. Muss ich ja sagen. Also, wir haben sehr viele Welpen im Moment hier bei uns in der Nachbarschaft. Echt? Ach, herrlich. Oh. Alle meine. Alle meine. Gut. Okay. Ja, dann wäre... du wieder. Stimmt, ich muss weitermachen. Genau. So, dabei wäre das viel schöner gewesen, wenn du jetzt den nächsten Podcast vorstellst. Weil? Weil du da in unserem gescherten Dokument so eine rote Anmerkung darunter geschrieben hast, die ich dir eigentlich noch um die Ohren hauen wollte. Wir können auch gerne tauschen. Mach mal. Wenn du mich jetzt schlagen willst, bitteschön, ich bin bereit zur Verteidigung. Gut dann fange ich jetzt halt an. Also mein Podcast heißt Nie im Kino und bevor ihr jetzt alle wieder ausrastet, es ist mir scheißegal, der ist vom Bayerischen Rundfunk und das ist einer der besten Podcasts, die ich je gehört habe. Weißt du, hast du schon mal von dem Podcast Baywatch Berlin gehört? Das ist ein cooler Podcast, den muss ich hier unbedingt vorstellen, hat noch nie einer von gehört. Warte mal, ich hätte da was für dich, warte mal kurz. Spasse, hier kommt der Müllerbrüller. So, bitteschön. Der Bäckermecker oder was? Der Bäckermecker, hau rein, ich gucke auf die Uhr. Achtung, los geht's. Also lieber Maddie, wir haben ganz am Anfang dieses Podcasts mal gesagt, wir wollen hier nur Podcasts vorstellen, die keiner kennt, die nicht von irgendeinem Fernseh- oder Radiosender produziert worden sind, weil die können sich nämlich selber vermarkten, die brauchen uns nicht. Wir sind hier nur ein kleines Podcast-Format, die andere kleine Podcasts suchen, die wir aus dem Podcast-Sumpf hervorfischen und die wir hier vorstellen wollen. So, deswegen Bayern 3, die kriegen sich ganz schön sehr selber vermarktet. Fertig. Okay, das waren jetzt 24 Sekunden, aber erstens ist Bayern 2. Ja. Und zweitens haben wir auch die Aufgabe, unseren Zuhörern hier gute Podcasts vorzustellen. Ja, aber nicht, die jeder schon kennt. Ich stelle doch auch nicht hast Baywatch du den schon Berlin gekannt? Vor. Nein. Siehste? Aber unsere 34 Millionen Hörer vielleicht? 35. Aber, davon hören 33 den bestimmt schon? Glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Ich werde ihn trotzdem vorstellen. Denn der ist so geil und ich habe da auch hingeschrieben, weil es gab bis jetzt 2 Staffeln, 12 Folgen und ich habe dann da hingeschrieben und habe gesagt, jetzt wird endlich mal was mit unseren GZ-Gebühren ordentlich was gemacht und dann stellt ihr das Ding ein und ich will gefälligst für mein Geld, dass dieser Podcast weitergemacht wird. Also ich habe das dann natürlich dann Spaß beiseite und habe gesagt, hier, super geiler Podcast, macht bitte weiter. Ich habe sogar Antwort bekommen vom Redakteur persönlich, vom Herrn Klaus Uhrig. Mhm. Und der hat geschrieben, die arbeiten an einer 3. Staffel. Die wären schon längst fertig, wenn ich Corona gewesen wäre. Ach ja, Corona. Das nehmen sie immer gerne als Ausrede, gell? Ich glaube ja, dass das eine Ausrede ist und die nur weitermachen, weil ich da hingeschrieben habe. Bestimmt. Weil unsere 35 Millionen Zuhörer nämlich ganz schöne Macht sind. Und die wollen das nämlich hören. Weil ich euch jetzt nicht erzähle, was nie im Kino ist und ihr das alle hört und ihr mir dann recht geben würdet. Ne? Gut, dann gut gemacht, Maddie. Ja. Erzähl, was kann denn der Podcast? Der Podcast, der übrigens von Christina Wolf gemacht wird und in der Redaktion ist der Klaus Uhrig, der tritt ab und zu mal als Moderator auf. Und da geht es um, wie der Titel ja schon sagt, um Filme, die es nie ins Kino gepackt haben. Mhm. Und da sind ein paar echte Klopper dabei, also wirklich berühmte Menschen, die damit gespielt hätten, unter anderem auch Arnold Schwarzenegger. Und die erzählen dann aber auch ein bisschen so aus der Filmbranche. Es gibt zum Beispiel Verträge. Also das machen oft die Superstars, die kriegen Verträge und die kriegen für die Unterschrift die Kohle. Das heißt, wenn der Film gemacht wird oder nicht, kriegen die ihr Geld. Das hat auch irgend so einen Namen. Finde ich ziemlich beeindruckend, hätte ich auch gerne. Weißt du, unterschreibst einen Arbeitsvertrag, gehst nicht hin, kriegst trotzdem die Kohle. Ist natürlich sehr beeindruckend. Ja, und also diese Filme landen nicht im Kino, weil irgendwer sagt, ja, das sind unterschiedliche, nicht, oder? Unterschiedliche Gründe. Also zum Beispiel gab es The Day the Clown Cried, der ist von Jerry Lewis gewesen. Der hatte auch das Drehbuch dazu und er wollte Regie führen. Und da ging es um einen KZ-Aufseher, der als Clown verkleidet die KZ-Insassen bei Laune halten sollte.
Das Dumme ist, es war halt noch nicht die Zeit dafür. Das war wohl irgendwie in 50er oder 60er Jahren geplant. Und da konnten die Leute nicht so mit umgehen. Oh Gott. Ja, jetzt hier mit Roberto Bellini oder wie der hieß da, der hat das ja so ähnlich gemacht. Wie heißt der Film? Wo er seine Tochter da ständig zum Lachen bringt und auch. Ist das Leben nicht schön oder so? Genau, sowas in der Art. Nur als Clown mit Jerry Lewis. Also quasi auch der traurige Clown. Und er hätte dann natürlich auch die Hauptrolle gespielt und so. Und, aber letztendlich wollte das dann keiner machen. Also er hat schlichtweg kein Studio gefunden, das sich dann den Stoff dann reingetraut hat. Das, aber oft ist es halt so, dass entweder Geld fehlt oder es einfach nicht machbar ist. Zum Beispiel Dune sollte ja mehrfach verfilmt werden und ist ja schon einmal relativ, naja, strange verfilmt von David Lynch. Davor hat sich nochmal einer dran getraut. Müssten wir jetzt meinen Sohn fragen, der hat mir gestern noch gesagt, wie der heißt, irgendein Spanier, glaube ich, oder irgendein Latino, hat sich das angehört, keine Ahnung. Aber die haben es schlichtweg nicht hingekriegt technisch, die haben es nicht lösen können. Interessant dabei ist, dass bei dieser Version von Dune Salvatore Dali mitspielen sollte. Und der hatte in seinem Vertrag, er wollte $100,000 pro Minute, die er auftritt. Oh Gott. Wäre kein Problem gewesen, hätte da vielleicht 2-3 Minuten mitgespielt. Aber er wollte auch, dass eine brennende Giraffe durchs Bild läuft. Okay, verstehe. Ja, also gut. Die Problematik, ja. Das hätten sie wohl auch irgendwie hingekriegt, warum auch nicht. Dann gab es einen Superman-Film, der war einfach zu schlecht. Da ging es darum, dass Superman stirbt und sie ihn einfach nicht wiederbelebt kriegen. Obwohl sie ihn in ein Atomkraftwerk irgendwie geschmissen haben. Oder das ist eine völlig bescheuerte Scheiße. Ja, aber also, Entschuldigung, Filme wie Sharknado, die schaffen es dann aber ins Kino. Oder ja, Angriff der Killer-Tomaten. Ja, ich frage mich dann halt auch immer. Oder Zombieber. Ja, das sind so Sachen, wo du dir dann denkst, da muss doch irgendeiner gesagt haben, geile Idee, machen wir. Weißt du, dieser Al, hast du einen Knall? Was ist das denn Scheiße? Auch zu rauchen. Ja, genau. Und wenn, dann gib mir was ab. Ja. Roger Rabbit 2. Wo sich bis heute viele fragen, warum es da keine Fortsetzung von gab, weil er war sehr erfolgreich. Ja. Und der ist letztendlich an der Finanzierung gescheitert. Aber die Story ist cool. Die Idee finde ich halt klasse. Es ging darum, dass Roger, also das spielt, das ist quasi ein Prequel, das spielt vor Roger Rabbit 1. Und da ist auch die Frau vom Roger Rabbit noch nicht so sexy. Jessica. Die wird, genau, die Jessica. Die wird erst sexy gemacht, später dann, ja, die haben sich das dann als ausgedacht, die muss dann irgendeinen betören und so und wird dann irgendwie umgezeichnet, keine Ahnung. Und die Toons ziehen in den Krieg als ultimative Waffe, weil du kannst sie nicht töten. Stimmt. Habe ich auch nicht vorher drüber gedacht. Du kannst einen Toon nicht töten. Weißt du, die rennen ja immer irgendwo dagegen und kriegen aus auf den Kopf ein Klavier und laufen dann weiter und ja, so. Genau. Und die US-Armee denkt sich dann, ja, dann nehmen wir doch die Toons, die kann man nicht umbringen und die sollen dann den Krieg gewinnen. Die Idee fand ich ganz geil. Aber wie gesagt, an der Finanzierung wurde, glaube ich, gescheitert. Schade. Das ist oft so. Und da gab es James Bond Warhead zum Beispiel. Hieß der? Der ist auch nicht verfilmt worden, weil der Ian Fleming und irgendein Produzent, der so die Rechte hatte, da gab es Rechtsstreitigkeiten, wer jetzt den Film machen darf und so. Mhm. Der Ian Fleming wollten selber machen und da gab es noch einen, der das Drehbuch geschrieben hat und dann haben die sich alle irgendwie die Haare gekriegt und letztendlich ist es dann im Sande verlaufen, weil Ian Fleming wohl irgendwo noch auf irgendeiner Insel gehockt hat und hat sich den ganzen Tag volllaufen lassen und wollte eigentlich mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben, so richtig. Ja, aber echt super erzählt und was auch ein geiles Gimmick ist, die machen, ich glaube sogar in jeder Folge, spielen die eine Szene aus diesem nie gezeigten Film nach, als Hörspiel quasi, aus dem Originaldrehbuch. Mhm. Ich weiß nicht, wo sie die Dinger herkriegen, aber sie haben echt bei fast jeder Folge ein Original-Drehbuch vorliegen und spielen das dann nach. Das ist ja witzig. Sag ich doch. Nie im Kino. Hört sich an, auch wenn es von Bayern 2 ist. Ist mir scheißegal, Marco. Ihr könnt mich von mir aus jetzt hier dissen und haten und machen und tun. Habe ich ja schon. Ja, aber auch die anderen. Im Podcast zum web.de. Ist mir scheißegal. Wird sofort gelöscht. So. Schön. Jetzt du. Na dann. So. Und weil du hier so einen wahnsinnig großen Radiosender-Podcast vorgestellt hast. Machst du das jetzt auch, oder? Habe ich einen, nein, nicht von einem Radiosender, aber einen Podcast, den ich bisher nicht kannte. Schande eigentlich. Der aber auch zigtausend Hörer hat. Aha. Und zwar heißt der Young in the 80s. Vermutlich ist er mir bis deswegen entgangen, weil ich dachte, der wäre
Englisch. Ist aber tatsächlich ein deutschsprachiger Podcast. Und zwar wird der von zwei Brüdern bestritten. Ja, die sind so um die 30, Christian und Peter. Und die erinnern sich an ihre Kindheit in den 80ern. Und haben dann eben so ganz verschiedene Themen, die sie pro Folge besprechen. Und das finde ich sehr lustig, weil ich bin jetzt schon in den 40ern, aber ich war halt eben auch Kind in den 80ern und kann das ziemlich gut nachvollziehen. Und das ist ganz schön, wenn man dann jetzt heute so 30, 40 Jahre zurückblickt und überlegt mal, wie war das denn so in den 80ern? Also ne, wenn man ja heute schon mal so zurückdenkt, in den 70ern waren ja alle so auf Hippie und so und alles war so Flower Power. Und in den 80ern denkst du, was haben die für Drogen genommen? Diese Fokuhila-Haarschnitte, oh, die 80er waren echt übel. Klamotten mit Schulterpolster. Oh ja, die Schulterpolster. Oh, ich hab's schon vergessen. Peinlich. Ja, und dann gehen die halt so ein bisschen ins Detail und nehmen dann eben alle Kapitel mal so unter die Lupe. Und ich habe mir jetzt die Folgen angehört über Hörspiele. Das war ja auch so ganz klassisch in den 80ern. Jeder hat in seinem Kinderzimmer einen Kassettenrekorder gehabt. Ja. Oder einen Walkman oder beides. Und da sind halt eben die Kassetten hoch und runter gelaufen und so. Sie haben dann die klassischen Hörspiele, so die großen, die Big Five quasi aufgezählt, die sie so in Erinnerung hatten. Und Big Five. Ich fand das sehr süß, ne? Das sind ja zwei Jungs. Als erstes zählten sie tatsächlich Regina Regenbogen auf. Oh Gott. Und ich muss sagen, von denen hatte ich auch sehr, sehr viele Kassetten. Und ich weiß nicht, ob es erst die Zeichentrickserie gab oder erst die Hörspiele. Auf jeden Fall gab es halt jede Menge Merchandising dazu. Und ich hatte alle Figuren davon. Ehrlich? Ja. Ne, ich war 10 Jahre alt. Regina Regenbogen. Und ich fand Regenbogen toll. Und ich hatte Regina Regenbogen. Ich hatte das Pferd mit der Regenbogenmähne Sternschnuppe. Ich hatte alle in allen Farben dazugehörigen Regenbogenkinder. Ich hatte alle Sternwichte. Ich hatte die Regenbogenvilla. Oh Gott. Ich kotze gleich. Ich war 10 Jahre alt. Ich war ein 10 Jahre altes Mädchen, Mensch. Wie alt warst du 1985? 15. Siehste. Da habe ich bist du Moped gefahren. Ja. Das interessieren nicht der Regenbogenkinder. Ist mir schon klar. Ich hatte eine Mobilette, Modopicane. Unfrisiert 45 Sachen gemacht, das Ding. Mein lieber Mann, ich war der Star in Bergersheim. Ja. Ja. Ich hatte das coolste Moped. Gut, aber neben Regina Regenbogen gab es natürlich auch die Hörspiele TKKG, die 3 Fragezeichen natürlich und unvergessen Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Benjamin Blümchen. Ja. Da ist doch der Zoo, ist doch immer pleite. Ja. Was ist das eigentlich für ein bescheuerter Zoodirektor? Der hat einen sprechenden Elefanten. Wieso ist der pleite? Es gibt so viele offene Fragen in diesem Jetzt Hörspiel. Ohne Scheiß, wie dumm ist der? Der trägt sogar Klamotten und eine Mütze. Den kannst du so vermarkten und dann so irgendwie pleite. Vollidiot. Ja. Neustadt. Ja. Und ich muss auch sagen, wir hatten tatsächlich sehr, sehr viele Kassetten von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg zu Hause. Ich habe sie fast alle gekannt. Und als sie da so drüber erzählt haben, da ist mir doch tatsächlich, ja, das war sehr, sehr starke Kindheitserinnerung. Wie alt sind die, hast du das gesagt? Ja, 30. In 30er Jahren. 30-jährig steht in ihrer Podcast-Beschreibung. Ja, dann sind die noch gar nicht in den 80ern aufgewachsen. Ja, sie sprechen oft von den späten 80ern. Also es hat auch, ich habe mir die iTunes-Bewertung durchgelesen von dem Podcast und da schrieb dann einer unberechtigterweise, die wären ja gar nicht jung gewesen in den 80ern. Er war ja jung und das scheint dann so einer aus deinem Alter gewesen zu sein. Das ist halt die Definition, ob man sagt, man war Jugendlicher oder man war Kind. Und die beiden sprechen halt ganz klar darüber, dass sie Kinder waren in den 80ern. Ob das jetzt Young in the 80s heißt, ob man dann Jugendlicher ist oder Kind, also das muss man jetzt echt nicht auf die Goldwaage legen. Nee, das müssen wir übertrieben. Und die waren halt eben Kinder. Ich finde hier einen Satz sehr interessant. Wie kann es sein, dass irgendjemand jemals Modern Talking gut gefunden hat? Das finde ich auch eine sehr entscheidende Frage. Das ist mir bis heute unerklärlich. Ja. Wie man so einen offensichtlichen Schrott so ab... Aber da gab es ja auch nichts dazwischen, gell? Knight Rider... standen auch alle drauf. Also, ist auch noch ein bisschen besser als Modern Talking, ich meine. Also, ja, komm, bitte. Ja, nicht viel. Michael Knight mit dieser Schmalzfrille. Hör mal, der hat in seine Uhr gesprochen, da kam das Auto. Das Auto war ja auch cool. Ja. So ein Auto wollte jeder damals. Ja, heute kann jeder in seine Uhr sprechen.
Stimmt. Siri? Und es ist auch nicht mehr weit entfernt davon, dass du über deine Uhr dein Auto holen kannst. Ja, Tesla geht das bestimmt schon. Garantiert. Und ich möchte wetten, jeder Zweite spricht in seine Uhr. Los, Kumpel, fahr vor, hol mich ab. Kit. Hm? Ich finde mein Auto nie Kit. Das war aber eine Abkürzung, ne? Ja, ich habe aber keine Ahnung wofür. Ich war ja auch nur Kind in den 80ern. Bäh. Aber ich fand... Die Gnade der späten Geburt. Ich fand Michael Knight total toll. Echt? Ja. David Hasselhoff? Ja. Der findet uns auch alle toll hier in Deutschland. Der findet uns auch alle toll. Weil die Letzten sind, die ihn bezahlen. Und er war ja auch derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass die Mauer gefallen genau, ist. Genau, eindeutig. Ja, also ich bin da auch voll auf seine Spur. Ja. Ohne ihn wäre die Mauer nie gefallen. Nee. Definitiv. Ja, absolut. Ja, wie auch immer. Also, und deswegen finde ich den Podcast sehr lustig. Die sprechen mir ganz oft aus dem Herzen. Dann habe ich noch eine Folge gehört über Humor. Und da war ich mir nicht sicher. Die haben jetzt so mal die Komiker aufgezählt, die in den 80ern, an die sie sich so erinnerten. Ich meine aber, die hätten alle so ihre Hochzeiten in den 70ern gehabt. Also angefangen mit Otto Walkes. Ich liebe Otto. Otto ist cool. Otto habe ich auch mal gehört. Ja, als Kind fand ich ihn auch zum Brüllen. Loriot, der war definitiv in den 70ern eigentlich. Aber Loriot war der allergrößte. Loriot war super. Das war ja das Sinnbild des Deutschen mit einem Stock im Arsch. Ja, Alter, der war so geil, der Typ. Was machst du denn hier? Ich wohne hier, aber doch nicht um diese Zeit. Geil. Du musst mal drauf kommen, ey. Genial. Ich habe mal einen Bericht über Loriot gesehen. Was für ein super intelligenter Mensch. Ja. Der hat ja auf jede Frage spontan geantwortet. Egal wie dumm die Frage war, der hat was Cooles geantwortet. Und irgendwann saß er dann mal beim Beckmann, kennt auch nicht mehr jeder den Beckmann. Reinhold Beckmann war früher mal ein Talkmaster. Ziemlich bescheuert, meiner Meinung nach, ist egal. Jedenfalls saß er da und hat gesagt, jetzt sind Sie seit 40 Jahren mit Ihrer Frau verheiratet. Wie haben Sie das geschafft? Da guckt der Loriot den an. Darf ich überlegen? Selbst da bringt er noch einen, ja. Also. Der hat ja auch den Spruch, ein Leben ohne Mobs ist denkbar, aber sinnlos. Genau. Oder so, ja. Cooler ja. Typ. Schade, sowas gibt es gar nicht mehr, ne? Nee, genau. Und das also. Meinen die nämlich auch, also dieser Humor, der war schon sehr besonders in den 80ern. Das ist heute, ist ja was ganz anderes. Ich meine, guck mal, die zwei, also Otto und Loriot haben ja quasi ein eigenes Genre kreiert. Jeder für sich so. Ja. So, der Otto war der Blödelbade. Genau den Begriff haben sie auch übrigens benutzt. Und das gab es ja bis dahin nicht. Ja. Aber gab es eigentlich Stand-up, gab es gar nicht, gell? Nee, das gab es auch nicht. Das kam erst so, vor 10, 20 Jahren. Ja. Stand-up hat keiner gekannt, damals, bei uns zumindest. Da gab es, also bei uns gab es ja schon immer die Büttenredner auf der Kappensitzung. Ja, gut. Das ist im Prinzip das, wo vielleicht so heute der ein oder andere Stand-up-Comedian, der Deutsche, daraus geboren werden könnte. Viele kommen ja aus dem Fasching. Richtig. So stellt er. Genau. Guido Kanz. Ja, und deswegen das. Aber das Stand-up an sich, das gab es bei uns nicht, ne? Ja. Aber halt, genau, Otto mit der Bühnenshow. Didi Hallervorden hatten sie noch, der war auch super albern. Den finde ich jetzt als Alten, finde ich den richtig cool. Ja. Aber damals, boah, es geht, schlimm. Es geht heute auch gar nicht mehr, der Humor. Klingt Bim und Aha. Gut, hat natürlich diesen legendären Sketch mit dem haben sie eine Flasche dabei. Ganz genau. Das war so ziemlich der einzig gute Sketch, den er jemals gemacht hat. Das ist auch, glaube ich, der einzige, den jeder kennt. Ja, oder Sketch-Up dann. Ja, darüber haben sie auch erzählt, genau. Da gibt's ja auch ein paar coole Sachen. Das war eigentlich eine total lahme Show. Und ich erinnere mich dran, es kam, glaube ich, samstags. Wir haben das immer geguckt und wir haben uns immer drauf gefreut. Sketch-Up, Hut ab, gelacht. Knopf ab, Hut ab. Die haben das halt auch beschrieben, so, ja, die haben halt davon gelebt, dass die dann so komische Kostüme anhatten und Perücken und boah, wie konnte der Dieter Krebs sich bitte verkleiden mit diesen geilen Brillen, mit den dicken Gläsern und diesem Gebiss mit dem scheiß Überbiss. Die Zähne, oh Gott. Oder dieser Rentierpullover. Ich bin der Martin, ne? Ja, genau. Das funktioniert heute gar nicht mehr. Aber in den 80ern war das Standardhumor. Aber unser Humor jetzt in unserer Zeit, wenn du mal drüber nachdenkst, ist eigentlich auch platt. Was ist denn heutiger Humor? Also Stand-up hier so Bülent Ceylan und also ich will es gar nicht aussprechen, Mario Barth. Der ist ja auch nicht mehr lustig. Boah, da muss ich kotzen. Der hatte vor 15 Jahren vielleicht mal eine gute Zeit. Ich war mal bei dem als 20er als Dienst und habe so hinter den Kulissen ein bisschen was rausgekriegt. Das war echt übel. Das war richtig. Also ich sag mal so, ich riskiere jetzt einfach mal, er ist ein Arschloch. Fertig aus. Verklagt mich, ist mir wurscht. Echt. Andy Publicity ist Good Publicity. Ja, es ist alles so austauschbar, finde ich, heutzutage.
Ja, keine Ahnung, wie man da so in 20 Jahren vielleicht drüber denkt, aber ja. Also jedes Jahrzehnt hat ja seine, wie nennt man das, Skills, keine Ahnung, sein Ding. Ja. Mhm. Was ich lustig finde, ist, dass die Mode wiederkommt aus den vergangenen Jahrzehnten. Es dreht sich ja immer im Kreis so ein bisschen. Ja. 90er kommen gerade. Ja, die 90er wieder. Kommen ganz krass. Also meine Kinder tragen meine alten Klamotten, die ich in den Keller geschmissen habe, die ich einfach nicht mehr angucken mehr will sogar. Diese hässlichen Trainingsanzüge, Katastrophe, ja, von Jacko und was weiß ich. Fürchterlich hässlich. Da kommen die aus dem Keller, ey, Papa, cooler Pulli, kannst du den haben? Ja, nimm ihn mit und geh mir aus den Augen. Aber so ging es mir auch. Ich habe die Klamotten von meiner Mutter, da, die aus den 70ern hatte, die habe ich in den 90ern getragen. Das ist krass, gell? Das kommt immer wieder. Ich wünsche mir ja, dass die 50er wiederkommen. Das war schön schick, so mit dem Anzug und so und sehr Petticoat und sowas. Das ist was Feines, anständig angezogen quasi, ne? Ja. Aber naja, gut, heute ist die Jogginghose salonfähig. Cool. Ja, ja, wir sind ein bisschen abgeschweift, ne? Ja, genau. Dann haben sie sich noch darüber unterhalten, welche Witze in den 80ern erzählt wurden. Mhm. Und haben gemeint, eigentlich waren die ja echt geprägt von Rassismus und Sexismus. Da hat man halt echt in den 80ern drüber gelacht. Das geht heute gar nicht mehr. Ja. Und dann haben sie so überlegt, wie sie das mal umdichten könnten, um selbstironisch zu sein. Und den Witz, den muss ich jetzt klauen, den muss ich auch erzählen. Pass auf. Bitte. Achtung. Geht ein Podcaster an der Kneipe vorbei. Okay. Ach, das jetzt hier bitte Gelächter einspielen. Ach, das war der Witz. Okay. Okay. Brüller. Warte. Eindeutig ein. Aufpasse, hier kommt der Müllerbrüller. Also der Tusch musste sein. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wer so in meinem Alter ist oder etwas jünger, der findet sich da durchaus wieder. Es gibt 34 Folgen, die erscheinen leider sehr, sehr unregelmäßig, dauern aber immer an die 2 Stunden. Ui, okay. Also da hat man dann für die, weiß ich nicht, 1-2 Monate, die immer brauchen, um was Neues zu produzieren, gut Hörstoff. Ja. Und sie reden halt auch über Spielzeug, das muss ich mir auch noch anhören. Spielzeug? Regina Regenbogen. über Musik aus den 80ern, TV-Shows, Filme, also ja, so alles mögliche halt, klappern die ab. Okay. Sehr, sehr cool. Ja. Prima. Mhm. Ja, jetzt nochmal zur Wiederholung. Der heißt Young in the 80s. Heißt der. Genau. Cool. Und damit wären unsere 4 Podcasts eigentlich durch, ne, für heute. Genau. Was haben wir heute gelernt? Was haben wir denn heute gelernt, Bettina? Ich habe gelernt, dass Verbrechen nicht immer blutig sein müssen, sondern auch durchaus für Weicheier im Podcast aufbereitet werden können. Ja. Mit dem Titel Verbrechen für Weicheier. Genau, und ich habe gelernt, dass man sich selbst hypnotisieren kann und dass man sich neu programmieren kann durch, keine Ahnung wie. NLP. NLP, ja. Mit dem Podcast-Titel? Achso, Entschuldigung, Dialoge mit dem Unterbewusstsein heißt der. Genau. Und dann habe ich noch gelernt, dass wir hier dann eben doch mal Podcasts vorstellen, die aus dem Rundfunkbereich kommen mit dem Titel Nie im Kino. Ja, und ich habe gelernt, dass man jung gebliebene mit 30er in den 80ern hängen geblieben sind und dass der Humor sich alle 10 Jahre scheinbar ändert. Young in the 80s. Und außerdem haben wir gelernt, dass wir jeden Tag einen Hund 10 Minuten streicheln müssen. Mhm, unbedingt. Also da noch vielleicht der Hinweis, wenn euer Nachbar einen Hund hat, geht doch einfach mal rüber und streichelt den 10 Minuten, genau. Dann geht es euch besser. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch unsere Playlist füttern. Und da haben wir einen Gruß an die kleine Mena. Da haben wir einen neuen Trailer bekommen. Den hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon angekündigt. Mhm, ich wusste noch nichts davon. Du hast mir gestern in WhatsApp geschickt. Ja, aber wir wollten den noch machen. Hatten wir das nicht irgendwie? Kann sein, ich hab's vergessen. Egal, dann spielen wir ihn jetzt ab. Hier kommt die Spotify-Playlist. Ich finde ihn gut. Mir gefällt er. Okay, was packen wir denn auf die Playlist? Also, ich habe zu meinem Psychologie-Podcast den Titel Psycho Killer von Talking Heads. Okay. Und für den 80er-Podcast, also die haben auch natürlich auch ganz viele Musiktitel aufgezählt, weil sie noch sagten, eigentlich hat, also das Thema war ja Humor und die Musik hat auch so eine gewisse humoristische Laufbahn durchlaufen. Und das lustigste Lied fanden sie Reinhard Fendrich mit Es lebe der Sport.
weil das so ein bisschen die ganze Sportszene auf die Schippe nimmt. Gesund und macht ins Hort. Genau. Okay, ich habe passend zu Nie im Kino, Queen, Show Must Go On. Ein echt geiles Lied. Und dann hast du Volko Rock Me Amadeus, habe ich genommen. Noch ein Österreicher. Ja, ein Zwockel. Aber habe ich schon mal die Geschichte erzählt, wo ich beim Falco am Körper war? Ja, ich glaube mehrfach. Ja. Geh ihr wohl zum Falco. Den habe ich reingepackt, weil ich glaube, wir haben noch gar nicht so einen Falco drin in der Playlist, oder? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Und das darf nicht sein. Ich als alter Falco-Fan. Okay. Ja, mein Lieber. So nicht. Gut. Und deswegen habe ich das reingepackt. Und es ist ja auch so ein bisschen Showstar. Ne? Der Amadeus und der Falco ja sowieso, der war ja sowieso ein bisschen... Truff. Ich glaube, heute würde der so auch nicht mehr durchkommen. Nee, wahrscheinlich nicht. Letztens auch wieder so ein paar alte Talkshow-Ausschnitte gesehen von dem mein lieber Mann. Das, ich sag nur, hol dir die Kameltreiber. Ne? Ja. Das darf man nicht mehr sagen, das Wort. Das ist man für Olympia von qualifiziert. Ja. Alter, das geht gar nicht. Mann. Leute, Leute. Hat er auch sowas von sich gegeben, oder was, der Falco? Ja, der war schon sehr weit rechts teilweise. Oh, okay. Hat er nicht zum Schluss in der Dominikanischen Republik gelebt? Ja. Okay, das lasse ich mal so stehen. Ja, der hatte auch so ein bisschen, war ein Vollblutmacho. Tja, und das war, siehst du, auch in den 80ern hatte der seine große Zeit. Ja, die ja, 80er ja, waren schon echt besonders. Gut, hat die, also ganz, wenn wir ehrlich sind, der hat echt was am Kopf gehabt. Ja, der war halt zugetrönt, der hat sich ja mit ja, Drogen sicher, aber der hat ja jeder andere, weißt du, der hatte Nummer 1 in USA, ich glaube sogar mit Rock Me Amadeus. Und jeder andere wäre ausgerastet und hätte erstmal die ganze Kneipe eingeladen und der ist nach Hause und hat geheult, weil er jetzt nichts mehr erreichen kann. So kann man es auch sagen. Ja, Genienwahnsinn, du weißt ja. Wie nennen wir denn jetzt diese Podcast-Folge, Maddie? Ich finde den bunten Sommermix gar nicht so schlecht. Schön, gell? Das hast du dir verdient. Ich sag mal so, als Strafe dafür, dass ich mir einen Radio-Podcast ausgesucht habe, können wir dann deinen Vorschlag annehmen. Hä? Hä? Okay. Als Versöhnungsangebot. Also, ach so. Aber ohne Scheiß, normalerweise hätte dieser Podcast eine Fanfare verdient gehabt. Es, ja. Ja, ja, nee, ich habe mir gedacht, guck, wir haben ein True Crime, wir haben ein Psychologie, ein Kinopodcast und ein Gesellschaftspodcast. Das ist so ein bunter Mix. Und das ist ich gedacht, wirklich guck mal, so ein bunter, Sommer, bunter Sommermix. Bunter Sommermix. Ja, okay, ich bin dabei. Gut. Dann haben wir es ja. Wollen wir das mit den Farben machen in Zukunft? Das diskutieren wir jetzt gleich mal ein bisschen Alkohol. Ich glaube, dann wird es einfacher. Gut. Ja, ihr könnt da jetzt leider nicht mit trinken, aber wir empfehlen euch, macht euch jetzt einfach eine gute Flasche von irgendwas Gutem auf. Genau. Schön wäre. Muss ja auch schön. Kein Alkohol sein. Nee. Und um es mit den Worten von Philipp von Erfaltrat zu sagen. Spaß, war eine lustige Folge, fand ich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und Maddie, das hier ist für dich. Gottverdammter Drecksack. Irgendwann kriege ich dich. Ja, ja, dann würde ich sagen... ach, unser Sprüchlein haben wir noch vergessen. Genau, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns gerne zum Beispiel bei iTunes Bewertungen hinterlassen. Das würde uns helfen, ein bisschen sichtbarer zu werden. Und schön. Diese Podcasts, die wir hier vorstellen, außer den Rundfunk-Podcast natürlich. Ich kann nicht anders, tut mir leid. noch ein bisschen weiter zu verbreiten. Oder schreibt uns, wenn ihr konstruktive Kritik habt oder auch wenn ihr Podcasts habt, von denen ihr denkt, die sollen wir hier unbedingt mal vorstellen, dann schreibt uns an die E-Mail-Adresse impodcastsumpf@web.de. Wenn ihr in sozialen Medien unterwegs seid, dann folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account impodcastsumpf. Und da kann man auch mit uns in Kontakt treten. Da erfahrt ihr immer noch ein bisschen Hintergrundwissen manchmal zu unseren Folgen. Und ansonsten, habe ich was vergessen? Ja, alles andere steht in den Shownotes. Genau, alles andere steht in den Shownotes. Also, Tina, sag dein Sprüchlein. Bleibt sauber, denn wir gehen für euch in den Sumpf. Genau, macht's gut. Tschüss. Bevor ihr ausschaltet, haben wir noch eine Bitte an euch. Ihr wisst, wir unterstützen die Kinderengel Rhein-Main. Wer diese Kinderengel Rhein-Main sind, könnt ihr unter anderem auf kinderengel-rhein-main.de sehen oder einfach mal in den Shownotes gucken, da haben wir ausführliche Informationen über den Verein. Ziele und Aufgaben des Vereins sind unter anderem die Unterstützung von schwer oder lebensverkürzt erkrankten Kindern und Jugendlichen und deren Familien, um deren tägliches Leben etwas leichter und einfacher zu gestalten.
oder die Beschaffung oder Bezuschussung notwendiger Hilfsmittel oder Therapien, für die die Kosten von anderen, der gesetzlichen Krankenkasse oder zuständigen Institutionen nicht oder nicht ganz übernommen werden. Oder die Förderung von Einrichtungen und Institutionen, die eine optimale Behandlung, Betreuung, Begleitung, Pflege und Nachsorge und eine wirksame Lebenshilfe für die erkrankten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ihren Familien bedeuten. Ihr könnt die Kinderengel Rhein-Main ganz einfach unterstützen, indem ihr Mitglied werdet. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Kinderengel arbeiten, dann schaut doch mal ganz unten auf der Seite unter Aktuelles, zum Beispiel ein Zuhause für die Engel oder ein Jahr Kinderengel, wie es dem Projekt ergeht. Vielen Dank. Und jetzt tschüss. Tschüss.